liebe Studierende, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist ganz schön impressive, würde der Engländer sagen. Also, es ist schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Gunter Süß, ich bin Studiendirektor des IKKS und begrüße Sie recht herzlich zur mittlerweile 6. Ringvorlesung mit dem Titel Zeiten wenden, aussitzen, analysieren und anpacken. Und es ist die erste Ringvorlesung seit 2018, ich habe nachgeguckt, das Böse, die hier im Hörsaal stattfindet. Das ist 5 Jahre her. In den 5 Jahren sind Sachen passiert, wo wir nie gedacht hätten, dass sowas passieren kann. Stellen Sie sich mal im Jahr 2018 vor, Ihnen hätte jemand gesagt, dass der Cheftrainer von Werder Bremen 2021 zurücktreten muss, weil er einen Impfausweis gefälscht hat. Das ist vielleicht jetzt eher das Skurrile, aber uns hätte irgendjemand gesagt, 2023 werden wir wahrscheinlich 9% Inflation haben und wieder Krieg in Europa. Hätten wir uns vieles nicht denken können. Also wir haben geschrieben in der Ankündigung, die Zeit ist aus den Fugen mit Referenz zu Shakespeare, und in den nächsten Wochen werden wir uns von Expertinnen aus den verschiedensten Bereichen zu dieser Zeit, die aus den Fugen scheint, informieren lassen, aufklären und interessieren. Und dabei wird es um Sachen wie KI, um gesellschaftlichen Zusammenhalt, um One Health, um Migration, um Außen- und Verteidigungspolitik bis zur Klimakrise gehen. Den Anfang, das hat mittlerweile Tradition, macht das IKKS selbst. Und wir versuchen einzuführen, und zwar in Person des wissenschaftlichen Direktors, Professor Dr. Christoph Meyer, meines lieben Kollegen. Und der hat von 1986 bis 1993 mittlere und neuere Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaft an der Universität zu Köln studiert, hat dort auch promoviert, und zwar 1997 mit einer Arbeit über das Kuratorium Unteilbares Deutschland. Er hat dann 13 Jahre lang das Herbert-Wehner-Bildungswerk in Dresden geleitet, bevor er im Jahr 2011 auf die Professur für Bildung und Kultur in der sozialen Arbeit hier an unserer Hochschule berufen wurde. Mich hat's gewundert, ich bin seit 2013 hier, so viel länger ist er noch gar nicht da. Seit 2018 ist er Mitglied im Hochschulrat, seit 2022 Direktor unseres IKKS hier an der Hochschule. Was ich weiß, dass ihm besonders wichtig ist, seit der Gründung durch Greta Wehner im Jahr 2003 ist er zudem Vorsitzender der Herbert und Greta Wehner Stiftung in Dresden. Und er ist Autor einer Biografie über Herbert Wehner, erschienen 2006 bei DTV, und nicht, was Ihnen ChatGPT sagen will, von ganz anderen Büchern. Hm? Und im Moment arbeitet er gerade wieder an einem Buch. Und er wird jetzt für uns den Anfang machen. Wir haben Ihnen auch Flyer mitgegeben, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Interessante Vorträge und heute eben die Einführung zu Zeitenwende. Ist das ernst gemeint? Christoph, bitte. Ja, lieber Gunther, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich hier auch vor eindrucksvoller Kulisse zu stehen. Ich sehe Sie nicht ganz genau. Also wenn ich so mache, dann können Sie sich bei mir bemerkbar machen. Sonst wird es etwas schwierig. Ich freue mich, dass einige auch Gäste da sind, dass wir hier wieder vor Ort sind. Ich freue mich, dass mein Vorgänger im Amt da ist, Professor Stefan Busse. Bis letztes Jahr
Direktor dieses IKKS und der Gründer auch der, also Zeit der ganzen Ringvorlesungen und Reihen hier. Ich freue mich, dass der Rektor da ist, Professor Volker Teubmitt. Ich freue mich über alle Kolleginnen und Kollegen, über die Studierenden und natürlich über die Damen und Herren hier auch aus Mittweida, aus der Stadtgesellschaft. Ich denke, mit dieser Ringvorlesung, das ist auch wichtig, gehen wir auch in den Diskurs, in den Dialog mit der Gesellschaft. Wir sind nicht einfach als Hochschule eine Insel, sondern wir sind mitten hier in dieser Hochschulstadt ein Teil von dem Ganzen und ja, freuen uns, dass das hier möglich ist. Zeitenwende, ja, ist das ernst gemeint? Eigentlich hätte hier heute an meiner Stelle jemand anderes stehen sollen, nämlich Bundeskanzler Olaf Scholz. Denn als wir im letzten Sommer diese sechste Ringvorlesung unter dem Motto Zeiten wenden, das ist absichtlich so zu betonen, geplant haben, lag ja nichts näher, als den Urheber des Begriffs höchstpersönlich zur Eröffnung heute einzuladen. Doch leider hat mich dann im Herbst schon vergangenen Jahres, freundlicherweise mit Abstand, ich konnte mich also etwas vorbereiten, eine Absage aus dem Bundeskanzleramt also erreicht. Der Briefeschreiber begrüßt allerdings, dass wir uns an der Hochschule mit der, Zitat, in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine von Bundeskanzler Scholz erkannten Zeitenwende, Zitat Ende, auseinandersetzen. Also interessantes Zitat, so um Sprache wird es heute auch noch gehen. Ja, und so habe ich mich also heute in die Pflicht genommen, diesen Termin zu bestreiten. Und es ist mir nicht nur eine Ehre, sondern auch eine Freude, diese Ringvorlesung hier mit einigen Antworten, am Ende aber vor allem mit Fragen eröffnen zu können. Ja, apropos Urheber des Begriffs, man könnte noch weiter forschen, wer den Begriff Zeitenwende erfunden hat. Also es ist nicht eigentlich Olaf Scholz, muss man zugeben. Womöglich ist es der ehemalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Der hat im Jahr 2018 schon ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Zeitenwende in der Weltpolitik. Die Kernthese war darin, die Bundesrepublik müsse mehr Verantwortung übernehmen, militärisch und diplomatisch, denn die USA fielen zur Zeit von Donald Trump. Damals war der ja noch Präsident. Das hätten wir uns auch vorher nicht gedacht und nachher auch nicht. Die USA fielen aus als Führungsmacht. Es komme also darauf an, den europäischen Pfeiler des Bündnisses des Westlichen zu stärken. Und kurz nach dem erneuten Überfall Russlands auf die Ukraine mahnt Gabriel im März 22 in einem Gastkommentar des Handelsblatts, also das ist schon nach der Scholz-Rede mit dem Thema und nach dem Überfall, wir müssen die Zeitenwende ernst nehmen. Ja, also hier und heute geht es tatsächlich um die Frage, ob das geschieht. Es gibt übrigens noch andere Zeitenwende-Bücher. Es hat mal ein Autor ein Buch geschrieben über das Jahr 1979, Zeitenwende. Warum das, habe ich nicht genau verstanden. Ich habe es mir nicht gekauft, wäre zu viel. Es gibt auch die Zeitenwende in verschiedensten Bereichen. Es gibt irgendwo auch Romane über die Zeitenwende. Das ist aber dann nach dem Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Egal. Ja, noch einmal zum Thema Urheberschaft. Ja, also dem Olaf Scholz mag natürlich der Buchtitel von Gabriel im Ohr geklungen haben, als er am 27. Februar 2022 im Deutschen Bundestag sagte, der 24. Februar 2022, also der Überfall, markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Der Begriff hat bei ihm aber eine andere Bedeutung als bei Gabriel, für den die ja 4 Jahre früher schon eingetreten war. Scholz bezieht den Begriff auf Putins Aggression. Gleichzeitig setzt er einen stärkeren, umfassenden Akzent. Wir erleben eine Zeitenwende und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Ja, Scholz gibt also dem Begriff eine eigene Bedeutung. Und dieser Begriff und seine öffentliche und auch öffentlichkeitswirksame Nutzung hängen eng mit dieser Rede zusammen. Und deswegen ist eben auch Scholz mit Recht nicht nur als Erkenner, wie sein Kanzleramt schreibt, sondern als Urheber. Also des heute zur Diskussion stehenden Begriffs Zeitenwende zu sehen.
Ich finde es übrigens interessant, also ich weiß nicht, wie viele von Ihnen noch die ganzen Talkshows gucken im Fernsehen. Man muss ja nur anschalten abends. Sonntag kam wieder Anne Will, gleiches Thema, Zeitenwende, ein Jahr danach. Nehmen wir das überhaupt ernst? Haben wir es ernst genug genommen? Und so weiter. Also ist ein bisschen redundant, die Nutzung des Begriffes, und so klar ist sie nicht. Also ich versuche, ein bisschen Klarheit reinzubringen. Am Ende werden wir aber auch wieder mehr Unklarheiten haben. So ist das. Scholz leitet aus der Zeitenwende, wie er sie sieht, politische Notwendigkeiten und Maßnahmen ab. Zum Beispiel die Sanktionen gegen Russland, das 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, die Schaffung von Alternativen zur Abhängigkeit von russischem Erdgas. Bei Scholz ist Zeitenwende zunächst aber kein politisches Programm im Jahr 2022, sondern eine Feststellung. Eine Beschreibung, was gerade passiert. Eine Zeitdiagnose also. Ja, was ist eine Zeitdiagnose? Etwa 10 Jahre lang habe ich an der Fakultät Seminare mit dem Titel gegeben. Ich sag mal so zusammengefasst, die Zeitdiagnose ist die kleine Schwester der Gesellschaftstheorie. Ja, es ließe sich sagen. Es ist weniger wissenschaftlich untersetzt, mehr aus der Beobachtung von Phänomenen entwickelt, weniger Fußnoten, sage ich mal, mehr Feuilleton, also der Zeitungsteil mit der Kultur drin. Und da wird es auch hauptsächlich verhandelt, was es gerade so an Gesellschaften gibt. Ne? Die verändern sich aus. Gesellschafts- oder Zeitdiagnosen zielen auf die Bestimmung einer Eigenheit, die für die Gesellschaft im Ganzen typisch ist. Zitat eines wissenschaftlichen Autors zum Thema. Die meisten Zeitdiagnosen heutzutage, Zeitdiagnose ist ein älterer Begriff aus der Soziologie, die enden übrigens heute auf Gesellschaft. Berühmt geworden ist zum Beispiel 1985 Ulrich Becks Buch Risikogesellschaft. Und Sie können nahezu jedes Nomen, was in der Zeitung steht, mit Gesellschaft verbinden, und dann haben Sie eine Zeitdiagnose gemacht. Ist wie so ein, oder eine Gesellschaftsdiagnose, ist wie so ein Rezept. Eigentlich müsste es also heißen Zeitenwende. Gesellschaft. Also das lädt ein zu überlegen, wie denn die Gesellschaft aussehen müsste oder aussieht, welche der Diagnose Zeitenwende entspricht. Das machen wir in dieser Ringvorlesung. Aber zunächst einmal nochmal zurück zu den Begriffen. Diagnose stammt aus der Medizin. Ärzte diagnostizieren Krankheiten. Und da gibt es einen fundamentalen Satz. Danach hat die Diagnostik für sich einen begrenzten Wert. Sie dient unter anderem einem Zweck, nämlich auf ihr fußend eine Therapie für die Gesundung zu entwickeln. Es ist übrigens ein interessantes, hinterfragwürdiges Bild für den Umgang mit Gesellschaft oder der Zeit, also den Zustand als Krankheit zu sehen. Also wir leben in einer kranken Zeit, wird eine Diagnose gestellt. Interessant. Also wenn also die Überschrift des heutigen Vortrages heißt Zeitenwende, ist das ernst gemeint, bezieht sich das nicht darauf, ob die Diagnose ernst gemeint ist, sondern darauf, ob es eine Therapie gibt. Also ob es eine ernst gemeinte Politik gibt, die auf der Höhe der Zeit ist, also auf der Höhe der Zeitenwende und ihr entspricht. Das ist dann das Ausrufezeichen der Ringvorlesung. Es kommt nicht nur darauf an, eine Zeitenwende zu analysieren, es kommt darauf an, den Lauf der Geschichte zum Besseren zu verändern, die Zeiten eben zu wenden. Da ist allerdings unser Bundeskanzler auch schon angekommen. Er ist ja Politiker und kein Soziologe. In seiner Regierungserklärung Titel Ein Jahr Zeitenwende vor dem Deutschen Bundestag, 2. März 2023, spricht Scholz davon, dass ein Jahr Zeitenwende uns vieles abverlangt hat. Wenn wir in den Bereich der Politik gehen, ist häufig von wir die Rede. Daran erkennt man das, dass da jemand was will und uns mitnehmen möchte, uns alle hier. Das ist ein bisschen tricky, dieses Wort, wir und uns. Ja, also Deutschland ist seiner Meinung nach im Lichte der Zeitenwende widerstandsfähiger geworden. Und als Erkenntnis aus der Zeitenwende ist es zu einem echten Spurwechsel in der Verteidigungspolitik gekommen. Wörter sind interessant. Spurwechsel heißt ja eigentlich, ich gehe auf die Überholspur oder auf eine noch andere Wenden tue ich eigentlich nicht. Also ist auch, naja, mal gucken. Dass wir also inzwischen auch viel erreicht haben. Er ist also beim Begriff über die Diagnose längst hinaus und sieht die Zeitenwende, so wie der Titel der Vorlesung auch, als eine Gestaltungsaufgabe, als politisches Projekt. Und wie sieht dies nun aus? Wie soll es aussehen? Dazu später mehr. Ich gehe noch mal einmal auf die Ebene der Begrifflichkeit. Also eher sprachlich, historisch.
historisch und politisch, getreu meiner von Gunther genannten Studienfächer, ja, Zeiten und Wenden sprachlich. Ja, hier studieren ja nur alle ein Fach an der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Also ich habe, und das gründlich, das ist der Unterschied. Ich habe seinerzeit keinen Bachelor gemacht, sondern einen Magister und auch keinen Master. Und das war an einer philosophischen Fakultät. Und das bedeutete grundsätzlich 3 Fächer, ein Hauptfach, 2 Nebenfächer. Geschichte, Politik und Germanistik war das. Zum Hauptfach komme ich gleich noch, später dann zum Nebenfach Politik. Aber erstmal möchte ich den Begriff der Zeit Wende mal sprachlich noch mal betrachten. Es ist ja an sich absurd. Wie sollen Zeiten, wie soll die Zeit sich wenden oder gewendet werden? Und dann in eine andere Richtung gehen, zurück etwa. Das ist eigentlich nicht möglich, denn die Zeit verläuft linear auf einem Zeitstrahl, immer vorwärts, denke ich. Historiker gucken da nach hinten, das mag sein, aber Zeitenwende weiß ich nicht. Aber es heißt nicht Zeitwende, diesen Begriff gibt's auch als Nebenform. Das gilt zum Beispiel für den Beginn der christlichen Zeitrechnung im Jahre Null. Da hören die Menschen ja bekanntlich auf, die Jahre rückwärts zu zählen. Von da an geht's vorwärts, ne? Also mit Christi Geburt. Es gibt dann auch nochmal also Wochenzeitungen oder überhaupt Zeitungen, die Namensgeber einer Wochenzeitung wie die Zeit haben sicher dabei auch keine Uhr im Blick gehabt oder ein bestimmtes Datum, sondern eben die Zeiten im Plural auch gesehen als Zeitalter, als Ära oder die Zeitumstände, Zeitläufe, wie etwa auch im britischen Vorbild The Times, also im Plural zu denken. Die Zeit kann allerdings nicht tun. Sie kann jedenfalls aus der Perspektive der Menschen weder schneller werden noch stillstehen, noch sich über das bloße Voranschreiten hinaus verändern. Das Pluralwort Zeiten ist also eine sprachliche Metapher, ein Bild, das für einen gesellschaftlichen, zeitlichen, also auch vergänglichen, veränderbaren, fragilen, aber doch eine Zeit lang durchaus stabilen Zustand steht. Was für Zeiten, heißt es. Die Zeiten sind halt so. Sprichwörter. Schwere Zeiten, Hard Times, Charles Dickens, ein Roman, gibt es ebenso wie moderne Zeiten bei Charlie Chaplin im Film. Und vom letzten Kaiser Deutschlands ist das geflügelte Wort überliefert, ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen. War dann der Erste Weltkrieg. In Shakespeares Hamlet heißt es schon, die Zeit ist aus den Fugen, weit ins Mittelalter zurückgeführt wird der Spruch Tempora mutantur, die Zeiten ändern sich, eigentlich wandeln bzw. verwandeln. Und die Zeichen der Zeit werden schon im Matthäusevangelium verkannt bzw. erkannt. Es könnte auch einfach nur Wende heißen, aber als Begriff für einen epochalen Umbruch, für etwas Großes, das ist ja wohl, was gemeint ist. Oder ist das zu schwach? Darum die Zeiten. Sie stehen durchaus undeutlich und unbestimmt, aber doch als Platzhalter für etwas eben Großes. Und die Wende ist ebenfalls ein Kollektivsymbol, eine Metapher, eine bildliche Übertragung aus einem anderen Bedeutungsbereich. Ich meine hier aus dem Verkehr. Die Wende hat etwas mit Fortbewegung zu tun. Also wir werden als Gesellschaft auch so gesehen, dass wir irgendwie unterwegs sind. Auch spannend. Ja, gewendet wird zu Wasser, zu Lande und in der Luft, egal mit welchem Verkehrsmittel. Das Wendemanöver kann je nachdem auf engstem Raum stattfinden. Also anhalten, dann einfach umdrehen. Ja, oder auch in unterschiedlich weiten Bögen. Ja, das ist anders als ein Hubschrauber, kann zum Beispiel ein Flugzeug in der Luft nicht auf der Stelle drehen, dann wird es abstürzen. Auf der Autobahn geht Wenden auch nicht auf der Stelle. Ne? Also das ist so, das würde dann eine Geisterfahrt. Geisterfahrer gibt's ja auch, also in der Politik oder überhaupt. Das ist spannend. Also wir können die ganzen Bilder nehmen. Nein, also ich muss auf der Autobahn noch ein Stück weiterfahren. Übrigens eigentlich in die falsche Richtung, ja, um dann wenigstens eine Zeit lang doch noch die richtige ist. Und das ist die notwendige Voraussetzung für das Wenden, nämlich dass ich abfahre an der nächsten Abfahrt und dann wieder andersrum drauf fahre. Übersetzen wir das mal ins Politische. Ja, jedenfalls kann ich dann eben erst runter, nehme eine Schleife und komme in entgegengesetzte Richtung wieder rauf. Auf der Landstraße, mit dem Fahrrad, erst recht zu Fuß, kann ich dagegen nahezu auf der Stelle wenden. Wendemanöver können geplant sein, etwa bei einer Segelregatta, ja, um eine Wegmarkierung, eine Boje herum.
Aber in den meisten Fällen, und das ist wohl auch bei unserer Zeitenwende so, geht ein Irrtum voraus. Also ein falscher Weg möglicherweise, ein Fehler. Ich habe mich verirrt. Oder es tut sich ein unerwartetes Hindernis auf. Ich bin möglicherweise in die richtige Richtung gefahren, komme aber in eine Sackgasse, weil da eine Baustelle ist, die gestern noch nicht da war. Wer da hineingerät, muss möglicherweise rückwärts wieder herausfahren. Also er oder sie kann also gar nicht wenden. Ja, von welcher Art Wende hier die Rede sein soll, ist durchaus offen. Worum es aber bestimmt immer geht, die Richtung ändert sich. Mindestens annähernd um 180 Grad, also irgendwo zwischen 90 und 180. Das ist beim Wenden nämlich ja nicht einfach nur eine Kurve. Ja, eine einfache, hundertprozentig passende englische Übersetzung für Wende gibt es nicht. Ich habe da mal so herumgegoogelt. Ich bin also mit künstlicher Intelligenz unterwegs gewesen, auf der simpelsten Art, wie wir es alle tun. Ne? Turning Point erscheint mir zu punktuell, nur Turn deutet eher auf den Bereich der Bewegung, das Drehen. Im gesellschaftlichen und politischen Bereich träfe es Change vielleicht besser, aber das heißt ja auch Wechsel, die Zeitenwende. Sie könnte vielleicht mit Changing Times übersetzt werden, aber das tut eigentlich niemand. Die Bundesregierung selbst, bei denen habe ich dann auch mal nachgeguckt, versucht es in ihrer englischen Fassung der Scholz-Rede von 2022 mit Watershed, also wörtlich Wasserscheide. Naja, ein eher schwaches Bild. Und daraus werden dann übrigens, ich habe mal bei automatisch rückübersetzen lassen von Google Translate, da sind wir auch wieder bei KI, da werden gleich drei verschiedene Begriffe daraus. Erst heißt es Wendepunkt, beim zweiten Mal Wendezeit und schließlich noch Zäsur. Na, also Zeitenwende. Unklar. Im englischen Sprachgebrauch setzt sich ja gerade der Begriff Zeitenwende ohne Übersetzung, also als Lehnwort aus dem Deutschen durch, so wie das berühmte Kindergarten oder The German Angst ist auch so ein Begriff. Ne? Also Zeitenwende ist German. Es gibt also sowohl sprachliche Gründe, warum Zeitenwende ein deutsches Wort ist, die Schwierigkeit der Übersetzung, als auch politische. Schließlich war Nord Stream 2, der Strom, Nord Stream, der ja auch umgeleitet werden musste, ein deutsch-russisches Projekt. Andere waren da längst skeptischer. Und es ist allerdings nicht nur die deutsche Bundeswehr, die nur bedingt abwehrbereit erscheint. Und es ist wohl auch die deutsche Ostpolitik, die in eine Sackgasse geraten ist und demzufolge eine Zeitenwende noch nötiger hat oder gehabt hat als andere. Ja, welche Zeitenwenden, große Wasserscheiden, tiefgehende Umbrüche kennen wir aus der Geschichte? Ich frage jetzt mal hier, warum ist das Bild weg? Das ist ja böse. Aha. Macht aber nichts. Ich wollte sowieso erst mit der Tafel arbeiten. In der Zwischenzeit kann ja jemand versuchen, das wiederherzustellen. Eben war es nur auf dem Rechner, ne? Gut, also machen wir Kreidezeit. Auch gut. Welche Zeitenwenden kennen Sie aus der Geschichte? Wir nehmen mal das Jahr 0 als Anfang. Ich mache mal hier also das Jahr 0, ne, hier unten. So, und dann machen wir einen Zeitstrahl. Wir haben also wirklich viel Platz. Ich weiß nicht, ob wir es wirklich voll machen, aber sicher ist sicher, gerade bei dem technischen Ding jetzt. Hier ist das Jahr 2023. Ich mache mal so eine kleine Verzögerung, setze hier das Jahr 1800 an und hier so ungefähr das Jahr 1000. So. Wer weiß eine Zeitenwende aus der Geschichte? Ja, bitte. Ja, 18, 1900, Moment. Das müsste wahrscheinlich hier, 1945, Ende, Weltkrieg 2, ja, bitteschön, ja, November 89, die Wende, der Fall der Mauer, Wende ist übrigens da auch ein Begriff, ne? 1989, Fall Mauer, so, ja, Industrialisierung, da sind wir so um 1800, das habe ich spannenderweise schon hingeschrieben. Also Industrialisierung, England ab 1780, Deutschland so 1830, 1800 nehmen wir mal. Industrialisierung. Ich habe eine wunderschöne Handschrift, ich weiß, ja bitte. Buchdruck um 1500, ne? Auch wichtig.
So, sind wir wieder drauf. Ich habe noch eine weitere schöne technische Sache. Nämlich diejenigen, die also ein Gerät haben, können gerne dieses Ding Answer Garden nutzen und auch noch mal ein paar Wänden eingeben. Ich probiere gleich mal das zu klicken und zu gucken, was dabei rauskommt. Also wer ein Handy oder sowas hat oder ein Rechner, Answer Garden CH, genau diesen Link eingeben und dann diese Abkürzung, dann kommt man da drauf und da kann man auch noch ein paar Stichworte zum Thema Wände eingeben. Aber wir machen mal weiter hier. Wer hatte noch Wänden, Zeitenwänden? Ich sehe immer nur gut die hier vorne. Bitte. Der, das ist Wand 480 ungefähr, ne? Weströmische Reich. Ja, ich hatte die, was, 476, ne? Der letzte römische König, Romulus Augustulus, der Kleine, also Fall des Römischen Reiches, Fall des Weströmischen Reiches, ja. Untergang, ja. Es können auch Reiche untergehen. Ich guck mal, versuche mal ein bisschen, wie man weiter hinten zu haben. Bitte Sie. Reformation, genau, hier. So, Sie nochmal. Aufklärung. Ist kurz vor 1800, ne? Kurz vor der Industrialisierung. So, ne? 1760, 70, 80, Rousseau, Voltaire, die Aufklärung, die Menschen fangen an, also das, der Anbruch des eher wissenschaftlichen Zeitalters. Ne? Sind wir in der Geistesgeschichte. So, ja, bitte. Tschernobyl. Ja, Tschernobyl, also AKW, das wäre sozusagen die Risikogesellschaft, die sich durchsetzt. Ja, bitte. Ja, 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 das kommt hier, 1789 bis 95, Fritz Reff. Es wird schon kleinteilig hier, ne? Ja, Sie? Ja, die Entdeckung des elektrischen Stroms. Haben Sie ein Jahr für mich? Hm. Wann hat Alva Edison die Glühbirne erfunden? 1850, 1860, ne? 19. Jahrhundert. Wir haben doch Ingenieure hier, oder? Nee, gut. Also elektrischer Strom. Ich mache da jetzt mal so was Längeres. Es gibt bei Erfindungen so das Problem, das eine ist, es wird erfunden, das andere ist, es wird eingesetzt in der Masse. Vielleicht ist die Elektrifizierung wichtiger als die Erfindung selber, die irgendwann 1860 vielleicht stattgefunden hat oder vorher, schon weit vorher mit Sicherheit. Ne? Sieh, da hinten, ich will mal da hinten ein paar Leute Chancen geben, die ich nicht so gut sehe. Da, ja? Deutsches Reich, 1871, ne? Deutsches Reich als Zeitenwende. Gut. Da ganz hinten. Renaissance in der Kunst. Ja, das kommt hier kurz vor der Reformation. Renaissance. So, weiter, weiter. Große Wenden. Ja, bitte, Sie noch. 1492, ja, Amerika. Ne? So, eine Menge, ich höre jetzt mal auf, wir hören jetzt auf, weil das geht jetzt endlos weiter und den Abend verbringen wir sonst damit. Sie merken, es ist viel, Sie merken, es ist viel hier in dieser Zeit und wir können noch mal kurz gucken, was der Answer Garden sagt. Wenn ich jetzt hier draufklicke, müsste ich ihn kriegen. Und wenn ich, ja, sehen Sie, sieht jetzt zwar anders aus, als ich es gewünscht hatte, aber da haben wir es, ne? Das ist also das Ding. Goldene 20er, Renaissance, Manhattan Project, die Atombombe, der Zerfall des Persischen Reiches, der Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg, Börsencrash, ja, Aufklärung 1700 und ein paar zerquetschte, okay, Napoleon, der Kalte Krieg, 9-11, die Magna Carta 1215, das ist England, ne, die also Befreiung dort, der also von den Feudallasten teilweise, 1492 Hiroshima, Bücherverbrennung, 1914, Ende lang, 19. Jahrhundert, ich weiß nicht, ob das zusammengehört, die Antibabypille. Man spricht ja auch von der sexuellen Revolution. Das war früher jedenfalls ein Begriff. Ich weiß nicht, ob man das heute noch sagt. Ja, die Erfindung des Automobils, Unabhängigkeit der USA, Erfindung des Fahrrads, Frauenwahlrecht, Reformation. 8-11 ist wahrscheinlich ein Tippfehler oder was am 11. August.
der Verfassungstag der Weimarer Republik. Nein, D-Mark wird zum Euro, Erfindung des Buchdrucks, 7. Oktober 1949. Got it. Ja, super. Ne? Also eine Menge Dinge. Ich mache Ihnen aber mal einen Vorschlag. Ich habe also sicherheitshalber mal meine aufgeschrieben und vielleicht stimmen die nicht ganz, die ergänzen das. Ich habe keinen Anspruch auf Wahrheit und Vollständigkeit übrigens. Ne? Also ich habe zwei Spalten gemacht. Also Sie sehen in der linken Spalte die großen Umbrüche seit dem Jahr Null, so in Gruppen zusammengesetzt. Vielleicht sind Ihre auch besser und richtiger, kann ich jetzt nicht sagen. Und rechts sehen Sie so ein paar kürzere zeitgeschichtliche Wenden. Also einige der größten könnte man ja mal knapp beschreiben. Der Übergang vom Altertum zum Mittelalter, also vom Vielgötterglauben zum Monotheismus, Judentum, Christentum und Islam, auch Feudalismus, der Untergang des Römischen Reiches ist mit drin. Ganz gewiss eine Zeitenwende in der Geschichte, eine ganz große. Hier nicht dabei, aber immer auch wichtig, die Pandemie um 1350, ja, die Europa verändert hat. Die Pest, der schwarze Tod, ja, zynisch gesagt eine frühe Form von Wandel durch Handel, also übertragen durch auch Ratten, Kaufleute. Irgendwie zur heutigen Corona-Pandemie gibt es allerdings einen Unterschied. Es war eine vorwissenschaftliche Zeit, die Menschen wussten nicht, was für eine Art Krankheit das war. Die Diagnostik reichte nicht für eine Therapie. Die Menschen sind einfach gestorben. Zwischen 1346 und 1353 25 Millionen Tote. Geschätzt ein Drittel der Bevölkerung Europas damals. Es hat mehrere hundert Jahre gedauert, ehe die Dichte wieder erreicht wurde. Ob das jetzt eine große Wende ist oder einfach nur eine große Katastrophe, kann man auch diskutieren. Dann haben wir das, was wir hier als Block schon drin haben, ne? Die kopernikanische Wende, könnte man sagen. Die Welt ist rund, sie dreht sich, es gibt mehr als drei Kontinente. Der erste Schritt zur Globalisierung, flankiert von geistigen Bewegungen wie der Reformation, weitergetragen vom Buchdruck. Das ist so um 1500 der Fall, da tritt das ein und es geht eigentlich weiter um 1800. Das hier, Aufklärung, Revolution, das Zeitalter der Moderne ist die nächste große Wende, die ich sehen würde. Und dabei bleibt es natürlich nicht. Ne? Also es kommt, Freiheit habe ich noch drauf geschrieben, Demokratie, Säkularisierung, Sozialismus, Befreiung der Frau. Wenn man so will, positive Seiten. Es gibt auch noch ein paar negative. Die Kehrseite der Moderne, würde ich sagen, ist auch das, was bis heute noch läuft. Ja, die ganzen Gefährdungen und Zerstörungen, Kolonialismus, Nationalsozialismus, Holocaust, Massenvernichtungsmittel, Stalinismus, bürokratische Diktatur, Ausbeutung von Mensch und Natur, also auch Umweltzerstörung und so weiter. Also hier wäre noch vieles nachzutragen. Ja, die globalen Fragen der 80er Jahre, das, so haben wir das damals genannt, als ich noch jünger war. Ja, und in der rechten Spalte habe ich nochmal einige Wenden der Zeitenwenden mittlerer Reichweite geschrieben im 20. 21. Jahrhundert, meiner Meinung nach. Also jetzt mal nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen. Der Zweite Weltkrieg ist gewiss auch eine. Ja, die deutsche Teilung und der Mauerbau, die Ölkrise. Ja, in Westdeutschland, im Osten nicht so bemerkt, aber ein tiefgehender Strukturwandel, auch der Wirtschaft damit verbunden. Die Wende, zweimal, einmal West, Bundesrepublik Deutschland, hieß die Ära Kohl-Wende, ne, die geistig-moralische Wende, die ausgerufen wurde, von der anderen Seite bekämpft wurde. Und hier hatten wir auch eine Wende, zwischendurch auch mal ein Schimpfwort, Wendehälse gab's mal im Osten, die friedliche Revolution in der DDR, im ganzen sogenannten Ostblock. Dann habe ich den Islamismus mal aufgenommen, 9/11, das Jahr 2001 und die Folgen, wobei es den auch vorher schon gab und nachher immer noch gibt. Rechtspopulismus, Trump, AfD und so weiter, die Corona-Pandemie und da fehlt noch einiges. Also es ließen sich noch mehr solche Dinge also auflisten an der Stelle. Als Zeitdiagnose meine ich, reiht sich Zeitenwende eher in die Wenden mittlerer Reichweite ein übrigens. Ja, also es ist nicht ein ganz neues Zeitalter auf der Welt, das wir jetzt haben, als Diagnose. Die Probleme, die großen globalen Fragen werden, waren schon vor dem 24. Februar 2022 oder dem 27. der großen Rede des großen Bundeskanzlers da. Also sowohl in der Außen- und Verteidigungspolitik als auch in den anderen drängenden Fragen. Globale Ungerechtigkeit, militärische Aggressionen, die Krim wurde 2014 durch die Russen überfallen und an völkerrechtswidrig annektiert. Der Klimawandel war schon da, die Pandemie, die Medialisierung und ihr Missbrauch, globale Migration. Ja,
Kommt zum nächsten Wendepunkt. Zeitenwende als Diagnose einer verfehlten Außenpolitik. Also für verschiedene politische Akteure, die gehen wir mal kurz durch, ist die mit der Zeitenwende verbundene Zäsur, der Einschnitt, die Änderung unterschiedlich tief. Das hängt davon ab, wie sehr und wie lange und wie aktiv sie die Außen- und Verteidigungspolitik vor dem russischen Überfall auf die Ukraine sich zu eigen gemacht haben. Hier auch nochmal eine... Moment, der ist schon verkehrt rum. So, das. Ne? Hier haben wir so ein schönes Bild, die Anteil der Verteidigungsausgaben. Also in Deutschland ist die SPD am längsten und engsten mit der Entspannungspolitik verbunden gewesen und verbunden. Es ist auch heute noch. Die Ostpolitik des großen Willy Brandt ist nachgerade zu einem Mythos in der Parteigeschichte geworden, der sie auch verbindet. Darum richten sich jetzt die gravierendsten Vorwürfe an die Sozialdemokratie. Man muss, wie gesagt, nur mal eine Talkshow angucken, wo dann einer sitzt und wieder auseinandergepflückt wird für die ganzen Verfehlungen. Und der Trennungsschmerz, also das Wendeleiden, ist bei dieser Partei und ihren Protagonisten jetzt am größten. Deswegen hat auch ein Sozialdemokrat das Wort gesagt. Ne? Nicht nur, weil er Kanzler ist, sondern weil Zeitenwende eben da auch deutlich empfunden wird. Da hilft auch wenig darauf hinzuweisen, dass die Brandt'sche Ostpolitik auf der Basis militärischer Stärke gestanden hat und dass es erst ab dem CDU-Kanzler Kohl, wir sehen das hier in der Grafik, zu einem massiven Rückgang, jedenfalls anteilig zum BIP, ne, der Bundesbruttoinlandsprodukt, der Verteidigungsausgaben gekommen ist. Also nach der Ostpolitik und nach ihrer Regierungszeit hat die SPD in den 1980er Jahren wesentliche Forderungen der damaligen Friedensbewegung nach Abrüstung und einer Fortsetzung der Entspannung übernommen. Das, und dann war es ja eine große Begeisterung, die die Reformpolitik von Michail Gorbatschow in der untergehenden Sowjetunion ausgelöst hat. Das hat zu einer einseitig positiven Sichtweise auf Russland beigetragen, wofür ein ehemaliger Berater von Brandt namens Egon Bahr in besonderer Weise steht. Ja, der immer über Moskau die Deutschlandpolitik gestalten wollte, hatte einen berühmten Draht in die Sowjetunion, der wohl bis in die jüngste Vergangenheit modellhaft in viele Köpfe der SPD hineinragt. Gut, der Bau, die politische Unterstützung und auch die Finanzierung des Projekts der Pipeline Nord Stream 2 steht heute geradezu paradigmatisch, also sinnbildlich für die verfehlte Osteuropapolitik vor der Zeitenwende. Das war allerdings nicht nur ein Projekt von Kreisen in der SPD, einer sogenannten Moskau-Connection, da ist gerade ein übrigens wissenschaftlich auf tönernen Füßen stehendes Buch zu erschienen, diese Woche gerade rausgekommen, die Moskau-Connection, sondern also es war ein Projekt ebenso der regierenden und mit Kanzlerin Merkel auch federführend regierenden CDU-CSU. Und es war der CSU-Politiker Karl Theodor zu Guttenberg, der als Verteidigungsminister maßgeblich für die Abschaffung der Wehrpflicht im Jahr 2011 verantwortlich gewesen ist. Also mit dem 24. Februar 2022 musste und muss auch die größte demokratische Oppositionsfraktion zurückrudern. Aber eben nicht so weit wie die SPD, denn die Friedensbewegung war nie Sache der CDU. Die Ostpolitik hat sie damals erbittert bekämpft, bis Kanzler Helmut Kohl sie dann ab 1982 fortgeführt und Strauß aus Bayern mit seinem Milliardenkredit für die DDR sogar noch eins draufgesetzt hat. Da fällt die Rückkehr aus der Adenauer-Ära überkommenen Vorstellung einer auch deutschen Politik der Stärke, so hieß es damals in den 50er Jahren, fällt vergleichsweise leicht. Die FDP, liberal, ordnet sich hier zwischen SPD und CDU ein. Sie war ebenfalls an der Brandt'schen Ostpolitik beteiligt und hat sie nach ihrem Lagerwechsel in der Regierung Kohl mit fortgeführt. Die Friedensbewegung war allerdings nicht ihr Projekt. Und nach 1998 war die FDP meist in der Opposition. Das hat sie aber nicht daran gehindert, das Projekt Nord Stream 2 zu unterstützen. Die Grünen sind ein gewisser Sonderfall. Sie wurden neben der Anti-AKW-Bewegung in der Friedensbewegung der 1980er Jahre stark. Pazifismus, Befürwortung von drastischer Abrüstung ist eine ihrer Wurzeln. Doch die haben sich als Grüne dann in ihrer Oppositionszeit im Bundestag als einzige politische Kraft gegen die Pipeline Nord Stream 2 ausgesprochen. Und ihre Traditionslinie ist nicht ganz so lang. Also den Pazifismus haben sie übrigens schon in den späten 1990er Jahren abgeschworen, als sie als Regierungspartei die militärische Intervention im Kosovo unterstützt haben. Es sind also 4, mit der CSU wären es 5 Pro-Zeitenwende-Parteien, denen 2
Ja, mindestens zu den Konsequenzen aus der Zeitenwende oppositionelle Kräfte gegenüberstehen, die AfD und die Linke. Die Linken, deren Pazifismus ist aufgrund von deren Vergangenheit, insbesondere aber aufgrund des politischen Irrlichterns der Sarah Wagenknecht pro-russisch kontaminiert. Eine Machtoption hat die Linke auf absehbare Zeit nicht. Und fast ebenso kurz kann ich die größere der beiden oppositionellen Kräfte behandeln, die Alternative für Deutschland. Die AfD begründet ihre Ablehnung der Zeitenwendepolitik nicht pazifistisch, meistens jedenfalls nicht, sondern, ich habe mich Schrupalla angehört im Bundestag neulich, mit der auch aus dem Rechtsextremismus bekannten Figur des Anti-Amerikanismus. Das wird übrigens rechtsbürgerliche Wählergruppen in Westdeutschland eher abschrecken. Hier im Osten mag es dagegen verfangen. Doch eine Machtoption hat auch die AfD damit nicht. Also der Konsens zwischen Regierungsfraktionen und CDU-CSU-Opposition, welcher der Außen- und Verteidigungspolitik zugrunde liegt, beinhaltet die Punkte: Erstens, Russland führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Putin hat die von der Sowjetunion mitgestaltete und von den russischen Regierungen mit fortgeführte europäische Friedensordnung zerstört, indem er fortwährend gegen den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung und Unverletzlichkeit der Grenzen verstößt. Zweitens, die Ukraine hat Anspruch auf mitmenschliche Hilfe und die Solidarität der Staatengemeinschaft gegen den Aggressor. Die Wiederherstellung der Grenzen der Ukraine, wie sie vor 2014 gewesen sind, ist ihr gutes Recht. Drittens, daraus ergibt sich im Interesse eines langfristig stabilen Friedens in Europa, und das sagt auch der Kanzler immer so, darf Russland den Krieg nicht gewinnen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der weitestmöglichen militärischen Hilfe für die Ukraine, damit sie bestehen und die russische Offensive zurückweisen kann, wobei Deutschland und die NATO nicht Kriegspartei werden darf. Und viertens, die eigene Verteidigungsfähigkeit Deutschlands ist militärisch herzustellen und politisch zu stärken. Sicherheit nicht mehr mit Russland, sondern bis auf Weiteres in erster Linie vor Russland zu organisieren. Darum ist die Bundeswehr zu reformieren, verteidigungsfähig zu machen, das westliche Bündnis und sind EU und NATO zu stärken. Ja, ich muss es immer machen, mal so ein paar Stimmen geben, die sonst irgendwie nicht so oft zitiert werden in letzter Zeit. Einer, der gar nicht mehr vorkommt, komischerweise, ist Helmut Schmidt, der ehemalige Bundeskanzler. Also er war da durchaus kundig. Er hat im Februar 1991 in der Zeit diesen Satz geschrieben: Wir wissen nicht, wes Geistes Kinder morgen in Moskau die Hebel der Macht in Händen haben werden. Wir brauchen deshalb auch zukünftig das Atlantische Bündnis. Und etwa ein Jahr später, Juni 1992, die Sowjetunion war inzwischen aufgelöst, in Russland regierte Boris Jelzin, da hielt Helmut Schmidt eine Rede. Da hat er weit ausgeholt und prophetisch gemeint, er sagte das zu SPD-Bundestagsabgeordneten, man muss erkennen, dass die Konsolidierung der Nachfolgestaaten der Sowjetunion ein halbes Jahrhundert dauern kann oder länger. Für die Zwischenzeit, sagte Schmidt, eine Kette von ökonomischen und politischen Krisen, Zitat, voraus. Es könne auch zu Kriegen, Bürgerkriegen und bewaffneten Konflikten zwischen zukünftig souveränen Staaten kommen. Für solche Folgen des Zusammenbruchs eines Großreichs gäbe es, so Schmidt, verschiedene geschichtliche Beispiele. Vom Osmanischen Reich 1918, 14 und davor bis zum British Empire. Nichts spreche dafür anzunehmen, dass das im Falle der Sowjetunion glimpflicher abgehen wird. Zitat, der Katarakt der Ereignisse, der 1988-89 begonnen hat, ist noch keineswegs am Ende. Und daraus folgert Schmidt, es ist zweckmäßig, dass Europäer und Deutsche an den geschaffenen Sicherheitsstrukturen festhielten. Der NATO, Europäischen Gemeinschaft, aber auch der KSZE. Damals wusste er auch schon, auf die USA als Weltführungsmacht ist kein Verlass. Daher müssten die Deutschen stärker an der Sicherheitsarchitektur Europas arbeiten. Gemeinsame europäische Streitkräfte im Rahmen der Atlantischen Allianz seien das Ziel. Ja, und der SPD schrieb Schmidt, ich kann es nicht lassen, der SPD schrieb Schmidt ins Stammbuch, ich denke, Zitat Schmidt, ja, von 1992, ich denke, unsere Partei darf sich nicht allzu lange versagen. Sonst geschieht ihr dasselbe wie am 30. Juni 1960, dass nämlich eines nicht allzu fernen Tages jemand wie damals Onkel Herbert sie retten muss aus selbstverschuldeter Isolierung, quasi auf seine persönliche Kappe hin im Plenum des Bundestages einen Befreiungsschlag unternehmen muss.
aus. Herbert hat notabene ohne vorherige Debatte in dieser Fraktion, aber wie ich meine, sehr legitimerweise, notwendigerweise damals unsere Akzeptanz der Nordatlantischen Allianz verkündet. Das kann ähnlich wieder notwendig werden, wenn wir uns den fälligen Einsichten heute und morgen verschließen. Ja, diesen Befreiungsschlag im Plenum des Bundestags hat Scholz ja eigentlich am 27. Februar 2022 tatsächlich unternommen. Ja, wie damals Herbert Wehner sind Partei und Fraktion, aber auch die wesentlichen politischen Kräfte des demokratischen Spektrums der Bundesrepublik ihm gefolgt. Ja, die CDU-CSU-Opposition ist auch auf Gemeinsamkeitskurs mit der Bundesregierung. Ja, das konnte man in der Debatte am 2. März dieses Jahres im Bundestag auch sehen. Merz kritisiert natürlich die Durchführung, aber er stellt sich ganz deutlich auf die Position eben der Zeitenwende. Er weist auf zahlreiche Versäumnisse, seien sie jetzt vermeintlich oder tatsächlich, und Unzulänglichkeiten der Zeitenwendepolitik der Bundesregierung hin. Das hätte jede demokratische Opposition getan, mit mehr oder mit weniger Recht. Denn also wer gerade regiert, hat nicht nur die Apparate in der Hand, sondern auch ein Problem. Das weiß jeder, der irgendwo Macht ausüben muss, ja, oder darf. Das geht auch bis an die Hochschule. Ja, wer also die Macht hat, hat die Apparate auf seiner Seite. Daraus erwächst die Möglichkeit und Notwendigkeit zu handeln und zu gestalten. Aber es gehen auch die Schwierigkeiten damit einher, die sich aus der Schwerfälligkeit und den Pfadabhängigkeiten der Apparate und Instrumente ergeben. Ja, die Diskussion, die Debatte im Detail mag also hilfreich sein. Das Grundsätzliche ist so, wie es eine Grünen-Abgeordnete da formuliert hat in der Debatte. Putin ist der Aggressor, Putin kann den Krieg sofort beenden und es gibt keinen Gegensatz Diplomatie oder Waffen. Die Ukraine braucht die Unterstützung. Selbst könnte sie sich nicht verteidigen und sie hat alles Recht der Welt dazu, das zu tun. Gut, vorletzter Punkt. Zeitenwende als politisches Projekt. Der Direktor der Münchner Sicherheitskonferenz, bin ich eine Folie zu weit? Ja, so weit wollte ich noch gar nicht. Wir lassen noch Herbert. Die Zeitenwende ist das, was wir alle gemeinsam daraus machen. Zitat von Christoph Heusgen, dem also Direktor der Münchner Sicherheitskonferenz. Also was machen wir daraus? Und auch der Kanzler ist in diesem Jahr weit über die Diagnose hinaus dabei angekommen, die Zeitenwende als politisches Projekt zu sehen. Anfang März hat er ja im Bundestag Konsequenzen geschrieben, was Deutschland bereits getan hat. Also 14 Milliarden Euro Hilfsgelder für die Ukraine, 3000 ausgebildete Soldatinnen und Soldaten, eine Einigung von EU und NATO wie selten zuvor, Zukunft der Ukraine, Moldaus und Georgiens, perspektivisch in der Europäischen Union. Die Europäer haben sich im Zeitraffer aus der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl gelöst. Es soll auch einen europäischen Chips Act geben, der die Abhängigkeit von außereuropäischer Technologie reduziert, internationale Wettbewerbsfähigkeit, Behauptung in der multipolaren Welt. So, das ist das, was also er gesagt hat. Also es wird also weitergehen da und es soll jetzt auch erfolgreich sein. Das war ja durchaus kritisiert. Sicherheitsfragen im Licht der Zeitenwende neu denken. Damit meint Scholz nicht nur militärische Fragen, sondern auch die Abwehr von so Sabotageakten, Angriffen auf die kritische Infrastruktur, von Cyberangriffen. Ja, das kommt noch dazu. Die Bürger, sagt Scholz, sparen Energie. Er lobt uns also. Wir bauen mehr Solaranlagen und Wärmepumpen ein. Die vielen Ingenieure und Ingenieurinnen, Installateure und Facharbeiter machen das möglich. Der Ausbau der Erneuerbaren wird festgeschrieben als überragendes öffentliches Interesse. Und er meint, dass deren Ausbau zu Wasser, zu Land und auf dem Dach verdreifacht werden kann. Ziel sei es, 2030 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Ja, also die Konsequenz ist, sowohl in die Sicherheit zu investieren, als auch in die Zukunft der Wirtschaft und Energieversorgung. So, jetzt doch das nächste Bild. Erwähnen können hätte der Kanzler auch, dass es in der deutschen Bevölkerung eine Welle der Solidarität mit der Ukraine gegeben hat. Dafür stehen Spenden, Lebensmitteltransporte, ebenso wie die Zahl von fast 1 Million aufgenommenen Geflüchteten seit Kriegsbeginn. Wenn mit der Zeitenwende eine Neuvermessung der inneren Ordnung Deutschlands einhergehen soll, dann muss noch eine ganze Reihe von Fragen über diejenigen hinaus bearbeitet werden, die sich unmittelbar aus dem russischen Angriffskrieg ergeben. Zeitenwende ist auch das, was wir in den nächsten 20 Jahren tun.
Das sagte Rolf Mütze nicht. Nämlich der Umbau der Industriegesellschaft auch und gerade wegen des Klimas. Ja, und noch weiter. Als Zeitenwende wurde bereits im Jahr 2020, da gab es auch ein Buch, das so hieß, die Corona-Pandemie beschrieben. Das mag ein verständliches Bedürfnis gerade sein, dieses traumatisierende Ereignis mal so ein bisschen beiseite zu schieben. Aber die Frage, wie wird die Gesellschaft resistent gegen neuartige, tückische Viren, bleibt aktuell. Kommt die nächste Pandemie? Wie ist die Welt auf sie vorbereitet? Ja, also es gibt Gesundheit, Pandemien, Außen- und Verteidigungspolitik, künstliche Intelligenz, polarisierte Gesellschaft, Klimakrise und auch die Herausforderung Migration. Das sind Themen der Zeitenwende-Ringvorlesung. Es geht also nicht darum, das einfach zu analysieren, sondern man muss bei all diesen Fragen auch sagen, wie können wir wirklich etwas verändern? Und das vor einem Hintergrund auch, wo ich manchmal denke, wollen wir das überhaupt, dass sich etwas ändert? Ne? Manchmal ist auch schön, wenn die Dinge so bleiben. Ich gebe noch mal ganz kurz einen Ausblick auf die nächsten Termine zum Schluss, dann bin ich hier auch durch. Wir haben also in 2 Wochen Klaas Dietze hier vom Friedrich-Löffler-Institut, das ist also das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, in Greifswald. Er spricht zur Frage, welche Zeitenwende in der Gesundheitspolitik erforderlich ist. Auch spannend, der One-Health-Ansatz, wonach die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt nicht getrennt gesehen werden kann, sondern zusammenzudenken ist. Ebenso entwickelter Westen und Gesundheit in den Entwicklungsländern. Also gibt es künftig eine Seuchenpolitik? Was hilft zur Vorbeugung einer künftigen Pandemie? Dann am 18. April kommt Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München zu Gast. Da geht es nochmal ans Eingemachte, denke ich. Sein Thema ist, was muss sich in der Außen- und Verteidigungspolitik der Bundesrepublik angesichts des Krieges in Europa ändern? Wohin führt der Krieg? Wer gewinnt? Gewinnt überhaupt wer? Gibt es einen danach? Und wenn ja, kann es dann wieder zu geordneten Zeiten kommen oder bleibt das Chaos? Werden sich künftig dauerhaft in Europa wieder die Armeen und Raketen zweier Blöcke bis an die Zähne bewaffnet gegenüberstehen? Oder gibt es doch einmal wieder Frieden und Abrüstung, Entspannung in Europa? Also was ist realistisch? Ja, Sie sehen schon, das wird immer bunter bei mir. Ich spiele mit der künstlichen Intelligenz. Das passt jetzt zu diesem Vortrag. Ja, es ist recht simpel, was ich hier mache. Also mein PowerPoint gibt mir beim Erstellen der Folien, das kennen Sie sicher ja auch, ständig Designideen, wie die aussehen können, um mir das Arbeiten zu erleichtern. Ja, ist eine spannende Frage, wer das Urheberrecht hat. In den USA ist, glaube ich, gerade jemand verklagt worden, eine Künstlerin, weil sie einen Comic gemacht hat, den Text selber, aber die Bilder also mit der künstlichen Intelligenz erzeugt. Der Ethikrat unserer hat, glaube ich, gerade eine Stellungnahme rausgegeben, wonach das Urheberrecht da nicht angegriffen ist. Also ist eine offene Frage, spannendes Ding. Ne? Also ich habe also für jeden angekündigten Vortrag mal spaßeshalber und sind nicht alle schön, die ich gemacht habe, obwohl das Bild ist natürlich wunderschön. Ich habe für jeden angekündigten Vortrag eine andere ausgewählt, um diesen Prozess hier abzubilden. Nur deshalb, sonst würde ich das nicht machen. Das ist sicher übrigens ein Teil der Bright Side of Life, der hellen Seite der künstlichen Intelligenz. Also mit ein paar Klicks wäre sicher auch möglich, die Bilder hier, die ich aus unserer Internetankündigung einfach rüberkopiert habe, die könnte ich scharf stellen. Und natürlich, das wissen Sie auch und kennen Sie, da geht es aber schon in Richtung Verfälschung, könnte ich auch noch retuschieren. Alles wird einfacher. Möglicherweise brauchen wir künftig auch nicht mehr so viel denken. Ist das nicht eine schöne Idee auch für uns hier an der Hochschule? Ist das die Büchse der Pandora? Wenn die KI das Leben durchdringt, lassen wir künftig denken. Wie funktioniert das? Und was bedeutet das fürs Zusammenleben der Gesellschaft, aber auch für Wissenschaft, Kultur? Wie lernen wir, mit den kleinen Helferlein zu leben, ohne unsere eigene Kreativität dabei zu verlieren? So, einen Einblick liefert Thomas Fillmann hier von der Hochschule Mittweida, Professor für Computational Intelligence und Technomathematik. Am 9. Mai. Ja, nächste schöne automatisch erstellte Folie. Also, ne, ich habe natürlich immer noch mal die Schriftart ein bisschen angepasst und vergrößert. Ja, also gesellschaftlicher Zusammenhalt wird von persönlichen und gemeinschaftlichen Vorstellungen über das Zusammenleben geprägt.
Es gibt unterschiedliche Wertehalte, auch zu Fragen wie Zuwanderung, Multikulturalismus, Anerkennung von neuen und vielfältigen Lebensentwürfen, Ansichten zu Geschlechtergerechtigkeit oder auch dem Klimawandel. Ich habe ja jetzt hier mal einfach frech Konsense formuliert. Also ich habe sie nicht gefragt. Sie können übrigens anderer Meinung sein, was das betrifft. Wir werden Konsense finden müssen. Das ist es. Also reicht es, wenn Politik einen klugen Konsens formuliert oder meint, dass sie dabei klüger wäre als die anderen oder wenn ich das meine? Aber wie nimmt man Menschen mit und in welchem Verhältnis stehen soziale Ungerechtigkeiten, soziokulturelle und politische Spaltungen? Ja, die Zeitenwende ist gewiss eine Zeit der Verunsicherung. Wie entsteht da ein tragfähiger gesellschaftlicher Konsens, also Zusammenhalt, wenn wir den wollen? Ne? Weiß ich nicht. Dazu spricht also am 23. Mai Clara Dilger. Die ist vom Institut für Soziologie der Uni Leipzig und forscht zum Thema kulturelle und sozioökonomische Spaltung und Rechtspopulismus in der deutschen Gesellschaft. So, Klimawandel. Klimawandel ist eigentlich das Thema, wo ich drauf dachte, wir müssen Zeitenwende nicht einfach als Zeitenwende betrachten, sondern wir müssen Zeiten wenden. Also wenn dieses ganze Zeug und das Gerede von der Zeitenwende einen Sinn haben soll, macht es eigentlich nur dann einen Sinn, wenn wir auch nachhaltig etwas ändern. Also sonst ist es, glaube ich, also verloren. Ich erzähle mal was. Es ist mittlerweile fast 35 Jahre her. Da habe ich als Student mit anderen gemeinsam gegen die völlige gesellschaftliche Ignoranz unserer Probleme protestiert. Damals ging es um überfüllte Hörsäle in westdeutschen Hochschulen und Universitäten. Das hat damals keinen interessiert. Also haben wir, und ich bekenne mich, ich war einer der Rädelsführer, ein- oder zweimal zur nachmittäglichen Rush-Hour eine sechsspurige Hauptverkehrsstraße in der Stadt blockiert. Mit einer kleinen Menschenkette. Das war illegal und halbwegs spontan. Ehe die Polizei dann anrücken konnte, waren wir verschwunden. Die Presse hatten wir verständigt. Berichtet wurde aber wieder nichts. Also es interessierte sich keiner dafür. Ich kann also diejenigen von der letzten Generation verstehen, die sich heute auf der Straße festkleben, um auf das Problem des Klimawandels aufmerksam zu machen. Aber ich finde immer, wenn ich das so sehe, das sind immer nur so wenige, die das tun. Das wirkt so ohnmächtig und dagegen scheint so eine starke, machtvolle Lobby zu stehen mit ganz anderen Interessen. Ja, bürokratische Hemmnisse für eine neue Klimapolitik. Nun hat die Regierungspolitik mit großer Anstrengung dafür gesorgt, dass die Gasspeicher im Winter nicht leer getankt worden sind. Also es ist, neue Quellen sind erschlossen worden, aber eben doch von fossilen Energien. Das große Frieren ist zwar ausgeblieben, aber wie kommen wir dazu, klimaschädliche Emissionen nachhaltig zu reduzieren und die Erneuerbaren massiv auszubauen? Dazu hören wir am 6. Juni Susanne Götze. 2020 hat sie das Buch geschrieben, die Klimaschmutzlobby, und 2022 Klima außer Kontrolle, Fluten, Hitzen, Stürme, wie Deutschland sich schützen muss. Ausgezeichnet mit dem Sachbuchpreis des NDR. Ja, und schließlich die Einwanderungsgesellschaft. Wie wird die Herausforderung zur Chance? Also wer Geschichte studiert, stellt fest, in Deutschland hat es immer Einwanderung und Auswanderung gegeben. Deutschland war also in den letzten 200-300 Jahren, schon seit der Völkerwanderung, könnte man sagen, egal. Ja, also immer ein Land, also der Migration. Die ist nicht zu vermeiden, Migration findet statt. So, und die Frage ist, wie gestaltet unser Land die Migration? Und wir haben die Kollegin Birgit Glorius von der Technischen Universität Chemnitz da. Die schließt also am 20. Juni 2023 die Ringvorlesung ab und gibt Einblicke und Ausblicke in das Zusammenleben in Deutschland nach der Flucht und fragt, wie sich die Perspektiven der Geflüchteten und der aufnehmenden Gesellschaft unterscheiden und was nötig ist, um eine gemeinsame Zukunft zu gestalten. Es wäre mit Sicherheit noch mehr möglich zu machen an Themen. Aber ich glaube, wir konzentrieren uns mal auf diese Vorträge in diesem Semester und sprechen es. Ich komme zum endgültigen Schluss. Erst waren es die modernen Zeiten, dann die konkreten Utopien. Jetzt heißt es Zeiten wenden. Ich meine, es ist heute das dritte Mal, dass ich eine Ringvorlesung hier an der Hochschule eröffnen darf. Beim ersten Mal ging es um Gesellschaftsanalyse, moderne Staatlichkeit. Das zweite Mal durfte ich 2016 ran.
Da habe ich die Entwicklung des Sozialismus von der Wissenschaft zur Utopie beleuchtet, andersrum als bei Friedrich Engels geschrieben. Und man könnte sagen, beim ersten Mal ging es für mich um Analyse, beim zweiten Mal um Visionen und diesmal bei der Zeitenwende oder beim Wenden der Zeitenwenden Ausrufzeichen geht es um den Schritt, der auf Analyse und Zielsetzung folgt. Heute und in dieser Ringvorlesung geht es darum, die Probleme nicht auszusetzen, sie nicht lediglich zu analysieren, sondern Konsequenzen zu ziehen, anzupacken. Ja, die Hochschule Mittweida ist eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und also Theorie und Diagnose ist wichtig, grundlegend dafür, aber wir bleiben nicht dabei. Dies ist eine Ringvorlesung für angewandte Zeitenwende. Ja, wir nehmen also Scholz beim Wort, erweitern den Begriff und wollen was daraus machen. Das ist frech und vielleicht völlig übertrieben und hört sich so an, also als würde man ja die Welt aus den Angeln heben, sie nicht aus den Fugen geraten lassen, sondern sie aus den Angeln heben. Geht vielleicht gar nicht, aber naja, es wäre, glaube ich, jetzt die Zeit, wenn wir eine Zeitenwende haben, müssen wir es machen. Und in dem Sinne lade ich Sie alle ein, ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben. Danke. Ja, vielen Dank, Christoph, für den Aufschlag. Und wir wollen jetzt dazu kommen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und dazu nehme ich gern Fragen entgegen. Das ist ein bisschen wie auf dem Wacken Open Air hier, wenn man auf der Bühne steht. Wo sind die Rauchzeichen? Wenn es jetzt aus dem Publikum erstmal keine Frage gibt, dann fange ich mal an. Das ist immer das Vorrecht, wenn man hier moderieren darf. Was ist denn jetzt, wenn wir jetzt sagen, IKKS, was ist unsere tägliche Arbeit? Wo können wir Zeiten wenden? Was können wir sozusagen ganz praktisch an der Hochschule für angewandte Wissenschaften tun, damit wir, wenn du jetzt, wie du gesagt hast, dass man sozusagen nicht ohnmächtig den Zeitenwenden gegenübertritt, sondern das positiv gestalten will. Wir als IKKS oder wir als Hochschule? Ja, als Hochschule. Wir. Ja, ja, ja. Als Hochschule ist es natürlich wichtig, was sind wir für eine Institution. Ja, wir forschen ein wenig, wir lehren, wir bilden Menschen aus. Insofern ist das natürlich ein Hintergrund, vor dem wir also Dinge vermitteln, miteinander besprechen, im Gespräch bleiben. Also wir haben auf der Höhe der Zeit zu bleiben, was das betrifft. Also das, denke ich, ist das eine. Und dann ist es natürlich eine spannende Frage, was macht Politik und was macht auch dieses Ohnmachtsgefühl aus von uns gegenüber von Politik? Ne? Also man denkt immer, jeder müsste ja für sich was tun. Es gibt diese elendigen Debatten über das Tempolimit von 120 auf der Autobahn. Ne? Wenn jeder 120 fährt, würde, glaube ich, ordentlich was gespart an also Emissionen. Aber ne, das ist so, ne, jeder sollte das für sich tun. Ne? Und dann gibt es aber auch die Sache so, was müssen für gesamtgesellschaftliche Schrauben gestellt werden? Und genau das wird ja an der Hochschule auch diskutiert. Es gibt den Begriff der Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung. Wir sind hier nicht einfach im luftleeren Raum, sondern also was wir hier erforschen und tun, hat Folgen, Perspektiven für die Gesellschaft. Ich denke an die Gründung dieser Hochschule. Sie ist ja 1867 ungefähr, gibt's ja 2 Jahre, gegründet worden. Ne? In der Zeit der Industrialisierung, da waren wir up to date hier in Mittweida. Die Gesellschaft brauchte Ingenieure, Leute, die in der Lage waren, den technologischen Wandel zu bewältigen und Technik zu entwickeln. Wahrscheinlich brauchen wir auch heute Leute, die erstens das tun können, zweitens aber auch das Ganze kritisch sehen können, reflexiv sehen können und möglicherweise bewusst technischen Wandel so gestalten, dass er auskömmlich ist. Ja, und das betrifft alle Fachbereiche bei uns. Ja. Okay, danke. Fragen? Da hinten meldet sich jemand. Ja, der Kollege, ja. So, dich habe ich gar nicht gesehen. Jetzt, selbstverständlich, jetzt, gerne. Aber es ist ja doch, ja. Also, ich nehme das Letzte noch mal auf mit dem Kritischen. Ne? Ich würde gern trotzdem von dir noch was hören, weil du es ja auch so sprachanalytisch ein bisschen gemacht hast, dass du noch mal ein bisschen vielleicht auch kritisch drauf guckst,
weil Zeitenwende ist eine rhetorische Figur. Und es ist noch nicht klar, ob die Diagnose hält. Weil die Zeitenwenden, die du jetzt historisch rekonstruiert hast, die sind natürlich in großem Abstand sozusagen im Nachhinein. Und die historische, rhetorische Figuren haben natürlich immer auch die Funktion, Vergangenheit zu diskreditieren. Wir wissen nicht, wie in der nächsten Zeitenwende wieder das in Frage gestellt werden muss, was sie jetzt für richtig halten. Das wäre das eine. Und das andere ist, dass es auch immer sozusagen Helden gibt der Zeitenwende, die dann Dinge unterkriegen, die sie vorher nicht untergekriegt haben. Also auf dem Begriff oder auf der Figur reiten. Und da würde ich mir noch ein bisschen kritisches Gegenbürsten, auch für eine angewandte Wissenschaftsorientierung wünschen, weil ich finde, diesen Stachel müssen wir auch im Kopf behalten. Sonst gehen wir einfach daher und klatschen in die Hände und sagen, wie setzen wir die Programme um. Und das ist mir als DDR-Eingeborener auch ein bisschen schwierig. Ja, also da hast du völlig recht. Also als rhetorische Figur ist es mir eigentlich, wenn ich mal ehrlich sein bin, herzlich egal. Auch als Diagnose einer Veränderung der Zeit finde ich es nicht so wichtig. Ich würde eher sagen, das ist also die Herausforderung, dass da also gewissermaßen, also man jetzt tatsächlich etwas, also dass man anpacken kann und soll. Etwas, was man gestalten muss. Und das würde ich auch nicht sagen, so in einer bestimmten Richtung, das und das ist jetzt richtig oder so, sondern dass Politik, Gesellschaft, da hat einer ein Wort reingeworfen in die Landschaft. Und dann würde ich sagen, da muss man aber auch was draus machen. Das kann man nicht so stehen lassen. Also wenn das ein Projekt sein soll, wo die Gesellschaft, ich sag mal Klimawandel, es ist 5 vor 12, das sind so fromme Sprüche, die ich so sage, aber was passiert denn wirklich? Ne? Und da, dass die Dinge ernsthaft angegangen werden müssen. Und da sind wir, glaube ich, als Bevölkerung insgesamt und auch die Politik, also doch noch nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Da müssen wir schon noch mal ein paar Mal nachfragen, wie das denn ist. Ja. Und insofern natürlich der kritische Stachel, der ist auch bei uns ans Hochschule anzusetzen, ganz klar. Woher wussten die, dass sie erst rückwärts zählen und dann wieder vorwärts zählen konnten? Ja. Ich gehe mal hier zum nächsten Frager. Aber ich glaube, es ging auch so ein bisschen drum, wenn wir jetzt sagen, was konnten die noch mit ein, also was kann man jetzt so sozusagen durchbringen, weil man eine Zeitenwende proklamiert. Also ich glaube, das ist nochmal so eine spannende Frage. Also wer ist da jetzt Held der Ukraine beispielsweise? Und was? Meinst du sozusagen Zeitenwende? Also da hat einer gesagt, es ist jetzt eine Zeitenwende und deswegen jetzt 100 Milliarden Aufrüstung, alles ist anders in diesem kleinen Bereich und fertig. Ne? Und aber da wollen wir jetzt mal also was tun. Ja. Man bringt damit was durch mit solchen Etiketten, das ist klar. Wir sind in einer anderen Zeit als vorher, ja. Natürlich ist das so. Die Frage ist aber, ob es nicht trotzdem auch stimmt. Na, hilft ja nichts. In was für einer Zeitenwende befinden wir uns? In der Zeit der Aufklärung wurde wissenschaftlich etwas Großes verändert und dadurch hat es einen großen gesellschaftlichen Impact. Und jetzt haben wir so viele verschiedene Baustellen, also vielleicht auch Wissenschaft in der KI, aber auch politisch, Umwelt, Zukunft, was wird denn so aus der Menschheit? Es gibt so viele Baustellen. Wie nennt sich das? Also da würde ich mich fragen, in vielleicht 10, 20 oder 100 Jahren, wie man diese Zeit jetzt nennen würde. Ja klar, wir sitzen hier im Eimer und gucken auf den Rand, der da oben ist, den Himmel und sehen nicht genau, was passiert. Also wenn wir mittendrin sind in der Geschichte, ist es etwas schwieriger, das auf den Begriff zu bringen. Richtig. Ja, aber Sie stellen die richtigen Fragen und darum geht es hier in dieser Ringvorlesung, auch bei den nächsten Terminen. Ja. Also, was muss geschehen und ja, unter welche Überschrift fassen wir das Ganze? Und ich glaube, da ist eine große Diskussion im Gange, aber sie ist etwas unkonkret und sie bleibt auch bei mir notwendigerweise unkonkret, weil ich also auch nur abbilden kann an der Stelle und zusammenfassen. Ich wollte mal so bei der Sprache ein bisschen rein und ansonsten mal so ausloten, in welche Richtung es gehen könnte. Ich glaube, wir sind wirklich am Anfang hier. Danke. Sie sagten ja jetzt sehr zum Ende der Rede, die Versuche, die die Hochschule bisher unternommen hat, wären so, also ich muss das grob wiedergeben, egal gewesen in den größeren Kreisen.
Also beispielsweise die Aktion, dass sie sich auf die Straße gestellt hatten. Sie meinten so, die Hochschule und ihre Belange wären egal in gewisser Weise. Mhm. Was denken Sie, müsste von uns als Studenten getan werden, um das zu ändern? Oh, ja, also ich habe mich jetzt auf eine spezifische Situation späte 80er Jahre alte Bundesrepublik bezogen. Ne? Also ich sehe ja auch Unterschiede. Ich glaube, wir haben heute wesentlich bessere Studienbedingungen, als wir sie damals vorgefunden haben. Wir haben auch ganz andere als früher. Das kann man nicht genau vergleichen. Studentisches Engagement finde ich ganz grundlegend wichtig. Die Hochschule besteht nicht nur aus Professorinnen und Professoren, die Ihnen sagen, wie Sie zu denken hätten, beziehungsweise Ihnen etwas beibringen und die Sie abprüfen, sondern ich würde mich freuen, wenn dieses hier ein Raum wäre, die Hochschule insgesamt, der gemeinsam gestaltet wird. Also bringen Sie sich ein, wo Sie nur können, denke ich. Und ja, also, Sie sind ja alle Teil dieser Gesellschaft und insofern auch mit dafür verantwortlich, dass hier also das Zusammenleben funktioniert. Ne? Und ja, Studierende können sich zusammenschließen und etwas tun, genauso wie wir das möglicherweise tun und können. Wobei jetzt ich so sage, für Wissenschaftler ist es so, wir gehen jetzt mal ins Gespräch und reden darüber. Ist ja auch ganz interessant, wer so große Auftritte hat. Der Herr Prantl hat das vor ein paar Tagen in der Zeitung geschrieben. Ne? Also die Politiker treten auf, aber inzwischen sind Professoren ungeheuer wichtig geworden für den Diskurs. In jeder Talkshow sitzt jetzt einer neuerdings und erklärt die Welt. Ne? Ich gehöre nicht zu diesen großen Herrschaften dort, aber ja, das ist ganz spannend. Ne? Also die sind schon weit an dem Punkt. Es wäre gut, wenn andere Kreise eben auch reingehen würden und Gehör finden würden, sich das auch verschaffen. Manchmal möglicherweise auch gegen Widerstände. Ist ganz klar, dass die Widerstände natürlich größer sind für diejenigen, die nicht weihen würden, Ämter haben. Aber sie kommen ja hoffentlich dahin. Genau, sonst bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre Zeit, Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse und hoffen, dass Sie uns gewogen bleiben und wir Sie in 2 Wochen dann wiedersehen werden. Dankeschön. Kommen Sie gut nach Hause.